Jetzt noch ein paar Hinweise zur Programmentwicklung, die ich aber auch ja, live am Beispiel des Hamster-Simulators geben möchte. Wie geht man generell vor, wenn man Programme entwickelt? Wir nehmen mal wieder das erste Beispiel des Fressers hier. Der Hamster soll zwei Körner fressen. Wir stellen jetzt mal hier ein neues Programm. Gut, hier steht Void Main, Klammer auf, Klammer zu, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Das wird ja vom Hamster-Simulator automatisch generiert. Und jetzt kommen die Anweisungen. Ich tippe mal einfach ein und mache einfach mal ein paar Fehler. So, jetzt habe ich mein Programm eingetippt. Habe auch die Code-Konventionen beachtet, hier eingerückt. Die geschweifte Klammer ist unter dem V hier oben. Aber es, wie Sie bereits festgestellt haben, gibt es hier jede Menge Fehler. Nachdem ich mein Programm eingetippt habe, muss ich es kompilieren. Zuvor aber speichern. Ich nenne es jetzt mal Fresser 2. Habe es jetzt abgespeichert und kompiliere. So, und jetzt kommen eine Menge an Fehlermeldungen. Hier unten sieht man die. Wobei der Compiler manchmal Fehlermeldungen gibt, die man nicht unbedingt sofort versteht. Häufig ist es so, dass aus bestimmten Fehlern auch Folgefehler resultieren, die dazu führen, dass hier unten Fehler auftauchen, die eigentlich gar keine Fehler sind. Aus dem Grund sollte man Fehlermeldungen immer von oben nach unten abarbeiten. Der Hamster-Simulator unterstützt, dass wenn ich auf eine Fehlermeldung draufklicke, hier oben schon angezeigt wird, in welcher Zeile sich der Fehler befindet. Auch da ist es allerdings so, dass das nicht unbedingt die Zeile sein muss, wo der Fehler ist, sondern die befindet sich häufig auch in der Nähe nur. Man muss hier wirklich dann sehr akkurat arbeiten und auch hier gilt, Erfahrung ist alles. Wenn Sie jetzt beginnen mit dem Programmieren, bauen Sie einfach auch mal absichtlich Fehler syntaktischer Art in Ihre Programme ein, um damit auch einzuüben, wie man letztendlich mit Fehlermeldungen des Compilers umgeht. Aha, hier ist vor und ich sehe, was hier fehlt, ist Klammer auf, Klammer zu. Das habe ich hier auch vergessen. Hier auch vergessen. Hier auch vergessen. So, jetzt speichere ich wieder ab und kompiliere neu. Jetzt sagt mir der Compiler cannot find symbol. Und was ist da der Fehler? Ich habe das U von links oben klein geschrieben. Und eigentlich muss ich es ja groß schreiben. Jetzt baue ich hier mal einen anderen Fehler ein. Vergesse also mal das Semikolon. Speichere ab. Dann sagt er mir relativ genau, hier wird ein Semikolon erwartet. Das Semikolon ist jetzt aber, oder fehlt jetzt in der Zeile darüber. Man muss also immer in der Umgebung, wo hier der Fehler gemeldet wird, suchen nach einem entsprechend möglichen Syntaxfehler. Jetzt müsste das Programm syntaktisch eigentlich korrekt sein. Kompilierung erfolgreich. Was häufig auch schwerwiegende Fehler mit sich bringt, sind Kommentare, die nicht abgeschlossen werden. Möchte ich auch mal demonstrieren. An dieser Stelle gibt er mir allerdings schon einen guten Hinweis, der Compiler, dass der Kommentar nicht abgeschlossen wird. Manchmal sind entsprechende Hinweise aber nicht ganz so gut. Das heißt, hier mache ich den Kommentar mal wieder weg, speichere und kompiliere. Wichtig ist, immer wenn Fehler in meinem Programm gewesen sind, muss ich diese Fehler beseitigen und neu kompilieren. Erst dann wird ein neues ausführbares Programm erzeugt. Das ist jetzt der Fall. Damit gehe ich jetzt davon aus, mein Programm ist korrekt. Zumindest ist es syntaktisch korrekt. Die andere Frage ist, tut das Programm auch das, was es tun soll?
und ich lasse es mal ausführen. Hier tauchen in der Simulationsaufgabe auf einmal eine sogenannte Exception Box auf. Was sind hier für Fehler aufgetreten? Hier kann ich das sehen. Der Hamster führt hier den Befehl gib aus, und das sollte er ja auch. Und das ist das Problem, er hat kein Korn im Maul. Das hatte ich ihm ja nicht da reingelegt. Da reinlegen kann man das mit diesem Symbol. Also kommt diese sogenannte Maul-Leer-Exception. Der Hamster ist tot. Das Programm ist abgebrochen. Wieso kam der Fehler? Ja, ich wollte ja auch nicht gib schreiben, sondern nimm. Speicher ab. Setze ich hier das mal zurück. Und führe aus. Aha, was ich nämlich vergessen habe. Ich hatte hier gespeichert, aber nicht kompiliert. Das merkt das der Hamster-Simulator. Und jetzt sage ich mir, soll neu kompilieren. Das ist erfolgreich gewesen. Und dann wetzt der Hamster gleich los. Aber wieder ist mein Programm nicht korrekt. Denn der Hamster hat ja nur ein Korn gefressen. Ich habe den zweiten Nimm-Befehl, beziehungsweise den eigentlich ersten, an dieser Stelle vergessen. Ich speichere ab, kompiliere jetzt und wiederhole das. Und jetzt hat der Hamster genau das getan, was er tun soll. Er ist losgelaufen, hat zwei Körner gefressen. Nochmal, bevor Sie jetzt Hamsterprogramme schreiben oder wenn Sie jetzt Hamsterprogramme schreiben, achten Sie bitte genau auf die Syntax, achten Sie auf die Codekonventionen, bauen Sie einfach mal syntaktische Fehler und auch logische Fehler in Ihr Programm ein und versuchen Sie entsprechend mit Meldungen und Problemen, die der Simulator hier gibt, beziehungsweise der Compiler gibt, umzugehen, um sich peu à peu in die entsprechende Programmier, in die richtige Art und Weise der Programmierung einzuarbeiten.